Ist jetzt auch mal so ultra nervig, ne? Das ist auch immer so ultra nervig. Ist auch mal so ultra nervig, ne? Hier wird auf jeden Fall heftig gewieft, meine Freunde. Ich glaube, da wird noch ein Diss-Track kommen. Willkommen zu diesem weiteren Daily Vlog, meine Freunde. Ihr seid hier auf dem Hey Moritz Kanal angekommen, Leute. Hier gibt es täglich Videos, also solltet ihr auf jeden Fall ein Abo da lassen. Die Werbung wird immer früher, mich zu abonnieren, Leute. Ich habe heute gedacht, ich mache eine Reaction mal wieder. Und kleines Problem dabei, dieses ganze Setup hier ist einfach kein Reaction-Setup, meine Freunde. Ihr wisst ja, früher habe ich hier manchmal Reaktionen gemacht auf irgendwelche anderen Sachen. Und ja, schaut mal, wie es jetzt hier aussieht. Das hier war mal mein cooles Reaction-Setup. Und jetzt ist es dieses hier geworden. Verdammte Scheiße! Besser als vorher. Leute, mein PC ist komplett nicht angeschlossen und ich habe auch keine Kabel für meinen PC. Und deswegen kann ich jetzt keine normale Reaction machen, wie ich sonst immer gemacht habe, denke ich. Trotzdem kann ich natürlich die pinken Kopfhörer benutzen. Ich kann sie halt nur nirgendwo anschließen. Doch, kann ich wohl. Es ist eigentlich fast genauso wie früher, meine Freunde. Nö. Leute, heute machen wir mal eine Reaction an einer etwas anderen Art, meine Freunde. Und zwar werde ich mir das Video am Handy anschauen und dann ein wenig darauf reagieren. Die Kopfhörer sind eigentlich total unnötig, aber trotzdem lasse ich sie jetzt einfach mal an. Einfach nur, um das Reaction-Feeling zu bekommen. Wir als Hey Army, wir zusammen, unsere Videos waren letzter Zeit ziemlich oft in den Trends. Allgemein haben wir als Hey Crew einfach so eine... Haben wir YouTube Deutschland als Hey Crew ein bisschen auf den Kopf gestellt, Leute. Viele waren abgefuckt, aber auch viele sind der Hey Crew beigetreten. Leute, wir sind schon fast bei 1 Million Mitglieder der Hey Crew, Leute. Ach du Scheiße, meine Freunde. Entweder steigt man auf den Zug oder man verpisst sich. Und das haben auf jeden Fall viele gemacht, meine Freunde. Heute werde ich euch ein paar Reaktionen von YouTube Deutschland zeigen, als wir in den Trends Platz 1 waren, meine Freunde. Wie gesagt, Jero hat ein Video über mich gemacht. Kurzer Einblick darin. Was geht ab, ihr kleinen Schingel? Das war's auch schon wieder. Klängern hat auch ein Video gemacht, wo er alle durch die Haare geher von mir zusammengeschnitten hat in einem Video. Obwohl er sich später korrigiert hat. Er hat nicht alles zusammengeschnitten, sondern nur die ersten 5 Minuten, weil er danach keinen Bock mehr hatte. Ja, das passiert wirklich oft in meinen Videos. Auf die Sachen wollen wir heute nicht eingehen. Da habe ich nämlich schon mal ein Video drüber gemacht. Heute gehen wir mal auf 2 Videos ein. Und zwar einmal von Worldwide Wohnzimmer. Die haben nämlich ein Video gemacht. Peinlich. Hey Moritz, troll die Trends. Das peinlich im Titel macht auf jeden Fall schon mal eine negative Voreinstimmung. Mal schauen, was sie dazu so gesagt haben, Leute. Ich skippe mal zu dem wichtigen Part des Videos. Nein. Und mal schauen, was die Guten da so sagen. Wenn ihr euch letzte Woche die YouTube-Trends angeschaut habt, ja, dann wird euch ein Video direkt aufgefallen sein. Dieses Musikvideo, ja, hat sich noch fester an Platz 1 festgebissen als Fangirls an meinem... Ja, das war eine sehr jugendfreundliche Anspielung darauf, dass mein Video 3 Tage lang in den Trends Platz 1 war. Hey Lea, Switch! Und das ist ein Meisterwerk von YouTube-Durchstarter und Sturmfrisur-Träger Hey Moritz. Ihr Wichser, ich find's einfach so witzig, wie sie einfach mein Bild mit so einer Schultüte und so... Mit so einer Schultüte und so fucking Buntstiften gemacht haben. Sehe ich wirklich aus wie 11? Ja, okay. Ihr habt schon recht. Ja. Nintendo Switch. Hallo? Ja, da war ja meine Steuererklärung textlich kreativer. Oh! Habt ihr gesehen, was ich für Qualen bei ihm ausgelöst hab? Also wenn ich irgendwann mal im Worldwide Wohnzimmer bin, dann muss ich ihm auf jeden Fall mal ein bisschen Schmerzensgeld zahlen. Der Arme wurde auf jeden Fall heftig geprankt. Ich spiele jetzt Nintendo Switch. Ja, also war auf jeden Fall originalgetreu. Dennis, ich finde, der Hey Moritz ist so eine Mischung aus Lisa und Lena, aus Bart Simpson und aus Carl von Walking Dead. Der ist auch mal so ultra nervig, ne? Der ist auch immer so ultra nervig. Der ist auch mal so ultra nervig, ne? Hier wird auf jeden Fall heftig gewieft, meine Freunde. Ich glaube, da wird noch ein Diss-Track kommen. Und der wird auch nur 23 Sekunden sein. Wie findet ihr Hey Moritz? Sollen wir beide den mal einladen? Soll die hier mal Platz nehmen? Dann schreibt mal Hashtag Ja in die Kommentare oder Hashtag Nein. Also ich hätte auf jeden Fall mega Bock. Ich weiß nicht, ob die Zuschauer da so Bock drauf hätten. Dieser Bube nervt. Deshalb nicht einladen. Wo bleibt Bergi? Und wie knuffig, dass die Marmeladenoma kommt. Ich glaube, Zuschauer der Marmeladenoma, die haben keinen Bock auf mich. Mal vor, so sitzen so Leute, so da sitzt so einer. So, ich lese euch jetzt mal ein paar Märchen vor in meinem Märchenbuch. Und auf einmal so... Ja, ich kann verstehen, warum die mich nervig finden. Boah, nicht den Hey. Ich fasse in die Steckdose, Moritz. Der wird zwar gerade viel zu witzig, Leute. Leute, wie werdet ihr zum offiziellen Hey Moritz, meine Freunde? So bin ich noch Moritz, aber... So werde ich zu Hey Moritz, ey!
Leute, nein, an dieser Stelle muss ich sagen, Leute, fasst nicht in Steckdosen rein. Ihr werdet nicht wie ich, sondern ihr werdet fucking sterben. Ja, mal schauen, ob ich bald bei Worldwide Wohnzimmer bin. Laut den Zuschauern von Worldwide Wohnzimmer eher weniger. Ist auch mal so ultra nervig, ne? Ja, wie gesagt, viele YouTuber in Deutschland haben auf jeden Fall auf mich reagiert. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht, Leute. Und vielleicht werde ich ja bald bei Worldwide Wohnzimmer sein. Ist auch mal so ultra nervig, ne? Leute, ihr merkt vielleicht, das Video ist hier heute etwas kürzer als sonst, wie gestern auch. Denn ich bin momentan mega fett in der Planungsphase für die größten Hey-Vlogs der Welt, Leute. Trotzdem versuche ich euch jeden Tag zu unterhalten, immer ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern, Leute. Ich bin ein Blitz, Leute. Ich versuche euch jeden Tag Content zu geben, egal wie viel fucking Arbeit ich machen muss. Ist momentan echt ein bisschen schwer, aber morgen wird es auf jeden Fall wieder weitergehen mit normalen Content. Die letzten beiden Tage waren ja jetzt nur 5-Minuten-Videos. Dafür habe ich ja die letzte Zeit echt voll den fetten Content gemacht. 13-Minuten-Video jeden verfickten Tag. Die Videos sind ja auch alle komplett durch die Decke gegangen. Wieder 400.000 Views auf dem, 300.000 auf dem, komplett gestört. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für den fetten Support, Leute. Ich denke mal, es wird auf jeden Fall immer kranker werden. Wie gesagt, die letzten zwei Tage waren echt bei mir komplette... Deswegen würde ich sagen, das war's erstmal von diesem kurzen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich habe euch trotzdem ein wenig zum Lachen gebracht, Leute. Geht auf heyshop.de und holt euch ein Lightning-Merch. Wie viel noch da ist, Leute. Ich weiß, es ist momentan sehr viel ausverkauft. Wir versuchen aber auch wirklich was nachzubestellen. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, um das nicht zu verpassen, Leute. Es wird die krankeste Zeit der Welt. Jeden Tag geilen Content hier auf jeden Fall. Ich glaube, das Fenster folgt mich im Freizeitpark-Video ist nicht ganz in die Abo-Box gekommen. Solltet ihr euch auf jeden Fall nochmal anschauen. Das ist richtig cool geworden. Auch 10 Minuten pure Action, Leute. Jetzt würde ich aber erstmal sagen, haut rein und ciao!